Und man kann natürlich nur hoffen, dass es passt, dass man nicht auf der falschen Baustelle ist. Aber dass das nie ganz fertig wird und auch scheitert und auch schwierig ist, finde ich normal. Schlimmer, die größeren Probleme, denn in der Jugend ist es heute öfter mal so, sind die, die nicht mal mehr eine neurotische Leidenschaft haben, die eigentlich gar nicht recht wissen, wohin sie es zieht. Das finde ich viel schwerer zu therapieren als jemand, der noch sehr ungelenke, gestörte und anderen Schwierigkeit bereitende Formen davon hat, sich zu verwirklichen. Damit positiv umzugehen, finde ich viel einfacher als jemand, der eigentlich gar nicht weiß, was er soll. Also, Mikro. Hier ist ein Mikro. Und gerade die ganze Depression wird ja heute als die Volksseuche bei uns angesehen. Und es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Außenreize uns auch wenig Orientierung nahelegen. Also es gibt auch wenig Notwendigkeiten und es ist ein Segen, wenn man auch Notwendigkeiten hat, weil es ist nicht so einfach, alles aus der Eigenart und aus dem eigenen Selbstverwirklichungsdrang zu schöpfen. Du sprichst jetzt viel von Kindheit und von früher. Gibt es denn aus der Sicht der Transaktionsanalyse ein Lebenszeitalter und ein Lebenszeitraum, wo man sagt, da wird das Skript abgeschlossen? Oder ist es das überhaupt, so wie es, ich glaube, die Gestalttherapie auch beschreibt? Also, es gab immer mal wieder Ansätze, so von einem ersten Skriptentwurf und zweiten und dritten und so. Generell ist es natürlich so, je jünger ein Organismus ist, desto weitreichender sind die Prägungen, die er erfährt. Das fängt ja im Uterus an, bei der Gehirnbildung, weil der Organismus lernt, den Adrenalinspiegel der Mutter in sich zu kopieren und lauter solche Dinge. Also, je früher es ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass entscheidende Weichenstellungen gemacht werden. Insofern beschäftigen sich die meisten Theorien natürlich mit relativ frühen Prägungen dieser Art. Aber was ich hineinlege in deine Frage, ist ein richtiger Punkt. Es gibt zu jeder Lebenszeit Prägungsmöglichkeiten, im Guten wie im Schlechten. Und es gibt zu jeder Lebenszeit durch Außeneinwirkung oder durch Inneneinwirkung Notwendigkeiten, einen ganz neuen Entwurf zu machen oder ganz wesentlich andere Qualitäten aufzubringen. Das könnten Umweltkatastrophen sein, das kann der Krieg sein, das kann der Tod eines wichtigen Menschen sein, das kann eine Krankheit sein. Also man sollte jetzt nicht so eine neue Schicksalhaftigkeit kreieren. Und die Vanita English hat sich damit ja sehr beschäftigt. Die sagt, es ist ein lebenslanger kreativer Prozess, an seinem Lebensentwurf zu arbeiten. Aber, und das hat ja auch eine gewisse Plausibilität, es ist klar, bei jedem Baum, die spätere Baumform wird natürlich weitreichender beeinträchtigt, wenn der Haupttrieb, wenn er so groß ist, abgeknabbert wird, als wenn schon ganz ausgewachsen ist, ein Ast weggesägt wird. Ja. Über magische Vorstellungen haben wir schon gesprochen, aber eben nicht nur magisch im Sinne von noch nicht vernünftig ausgearbeitet, sondern magisch auch, finde ich, sollte man hinzufügen, im Sinne von mythisch. Der James Hillman, einer der großen Jungschüler, hat ja eine manchmal, wie ich finde, etwas abgefahrene Version davon entwickelt, aber der geht ja manchmal davon aus, dass die Erde eine Bühne ist, auf der sich Mythologien inszenieren. Und wir kriegen eine Rolle ab in diesen Mythologien und unsere Aufgabe ist herauszufinden, welche Rolle wir abgekriegt haben. Und die gut zu spielen. Also geht gar nicht davon aus, also der sagt, das Eigentliche, was geschieht, ist eigentlich ein mythologisches Mysterium. Und davon haben wir also sehr weltliche Arten der Inszenierung, aber das, was wirklich die Welt treibt, sind mythische Entwicklungen. Und einen Sinn dafür zu haben, mythische Zusammenhänge zu verstehen, würde ich dann hinzufügen zu diesem magischen Denken. Also nicht nur als eine Form der unreifen Vernunft, sondern auch eine Fähigkeit, mythische Sinnstrukturen zu erkennen und
denen auch zu folgen bei dem Versuch, sich zu begreifen und sein Leben zu verstehen. Also eine schöne Übung, die man mal machen kann, wenn das hier ein Mythenspiel ist auf dieser Erde, wie würdest du eigentlich deine Rolle darin beschreiben? Und ist sie gut besetzt mit dir? Oder? So. Machen wir manchmal. Eine schöne Figur der Transaktionsanalyse finde ich auch diese Vorderbühne, Hinterbühne-Frage. Ich bin ja ein bisschen ein Moralist und ich meine immer, es sollte auf der Vorderbühne nicht wesentlich schlechter aussehen als auf der Hinterbühne. Aber wir alle wissen, dass es viele Lebensbereiche gibt und Persönlichkeitsbereiche, wo Menschen auf der Vorderbühne darstellen, was sie glauben, was anerkennenswert ist und auf der Hinterbühne es oft auch ganz anders aussieht. Und das nimmt dem, was auf der Vorderbühne ist, in einer Weise natürlich seine Glaubwürdigkeit. Und ich finde wichtig, dass wir offen mit den Hinterbühnen umgehen. Also erstens, dass wir nicht alle Energie in die Gestaltung der Schaufenster stecken, sondern es sollte in den Werkräumen hinter den Schaufenstern auch noch ein bisschen investiert sein, damit das auch zusammenpasst. Aber das andere finde ich auch, wir alle haben Schattenseiten, abgründige Seiten und wenn wir die nicht zeigen dürfen, dann sind wir ewig damit beschäftigt, die draußen zu halten. Die jüngste Psychologie sieht es so, dass was in unser Leben drängt, nicht zulassen wollen, weil wir sozusagen ein Bild von unserem Leben, von uns selbst schon fertig gemacht haben, wo das stört, dann drängen wir das raus und je mehr wir es rausdrängen, desto mehr dominieren diese Kräfte subversiv das, was an der Oberfläche geschieht. Deswegen ist die jüngste Psychologie, ich nenne sie immer eine Integrationspsychologie, die sagt, nicht in jedem Schattenbereich wühlen. Ne? Nicht für jeden sind jede Schattenbereiche interessant. Das hängt ja von der mythologischen Aufgabe im Leben ab. Aber es zu jedem Leben gehören auch unausgegorene, schwierige Schattenseiten. Und wenn die sich zeigen, ist es wichtig, dass ich ihnen begegne und ihnen einen Platz einräume in meinem Leben. Also die Erinnyen, denen nicht ewig davonrennen, sondern Pallas Athene hat dann schließlich den Erinyen einen würdigen Platz im Untergrund der Götterwelt eingeräumt. Also da hat die Transaktionsanalyse jetzt wenig Beschreibung zu bieten, da denke ich sehr viel mehr an Kategorien, die aus der jüngsten Psychologie kommen. Sagen wir mal so, ein Hinweis, dass man mit eigenen Schattenseiten nicht gut umgeht, kriegt man, wenn einem draußen immer mehr Schattenhaftes begegnet, wenn sich die Welt sehr stark verschattet. Dann kann es sein, entweder dass es eine Projektion ist, dass man also das, was in einem selbst sich rührt, irgendwo anders sucht, dann sucht man überall die Schurken, um die eigene Kriminalität, kriminellen Neigungen, mit denen nicht umgehen zu wollen, oder die eigene Mitschuld an der Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die bösen Banker sind es, aber dass ich halt auch im Zweifel 12% und nicht 6% Zinsen haben will, das ist es ja nicht. Also solche Mechanismen sind da zugange. Die jüngste Psychologie hat da ja auch einfach nochmal ein anderes Prinzip. Das sagt Innenbühnen oder Außenbühnen. Es ist generell so, ich werde mit dem beschäftigt, entweder verflache ich in meiner Persönlichkeit, indem ich einfach versuche, alles auszuklammern, was in meinem gewünschten Bild nicht drin ist, oder das Schicksal beschäftigt mich mit dem ich mich auseinandersetzen muss, um die Schattenbereiche in mir auszuleuchten und zu integrieren. Wenn ich eine Kultur einschätzen möchte oder eine Persönlichkeit, ist mir immer lieb, wenn ich auch deren Hinterbühnen kennenlerne. Vertrauen habe ich in jemanden, der mit seinen Hinterbühnen umgeht. Da habe ich sehr viel mehr Vertrauen, wie wenn jemand möglichst schön sein Schaufenster gemacht hat. Bleibt da immer so das Gefühl, was hat der zu verbergen? Warum muss das alles so schön und glatt sein? Dann gibt es den Begriff des Episkripts.
Fanny der Englisch hat an der Ecke gearbeitet, sie nannte das die Hot Potato, das ist die heiße Kartoffel, immer möglichst schnell weitergibt. Das ist die Idee, dass eine Spezialvariante der Idee, die in den systemischen Familientherapien Delegation nennt oder unsichtbare Bindungen, ich erinnere an das Buch von Ivan Bosor, Many Notch, dass ein Lebensthema, dessen sich ein Elternteil nicht recht annimmt, ans Kind weitergegeben wird. Also jetzt in einem einfachen Fall, ich wollte eigentlich eine große Schauspielerin werden, dann ist das Kind gekommen, ich bin eigentlich eine gescheiterte Muse, mach du das, aber überflügel mich nicht. Ja, und dann kann man sich kann man, wenn man ein bisschen Fantasie hat, einen sehr interessanten Lebensentwurf dazu vorstellen. Aber wichtig, es geht nicht darum, sich von Delegationen zu lösen, es geht darum, mit ihnen konstruktiv umzugehen, weil Delegationen auch einem Orientierung im Leben geben. Das Schlimmste ist, wenn man nichts soll. Eine Zeit lang ist dieses Intrinsische, finde ich, total übertrieben worden. Und ich habe das ja auch im November in ISB Kompakt gesagt, ich denke meist in drei Generationen. Ich glaube, wenn man einen Menschen verstehen will, sollte man ihn mindestens in einer Abfolge von drei Generationen betrachten. Mara Selvini hat es mal gesagt, it takes three generations to produce a schizophrenic. Und ich sage dazu, it takes three generations to produce any personality. Und ich finde es eigentlich unheimlich bereichernd zu sehen, wie das, was ich in meinem Leben weiterlebe und dazu entwickle, wie das in einem Traditionsstrom ganz komplexer Familiengeschichten steht. Mit den Begrenzungen, über Milieu habe ich schon gesprochen, aber auch mit den Aufträgen. Das ist ich so in der Fantasie. Und wenn ich eines Tages zu meinen Vätern und Müttern kehre, angenommen es gäbe da noch eine Bühne, auf die man könnte, würden Sie sagen, du hast es gut verwaltet und weitergebracht. Gar nicht schlecht. Gibt einem Eingebundenheit, zumindest eine mythologische. Dann beschäftigt sich die Transaktionsanalyse mit Cultural Scripts. Ist immer schon auch ein Thema gewesen. Also einmal gibt es eine Skriptprägung durch die Schicksalserfahrung einer Kultur, Stichwort Israel. Ja, zum Beispiel, brauche ich nicht erläutern, kann sich jeder gleich was darunter vorstellen. Also inwiefern beeinträchtigt ein kultureller Zukunfts-, Lebensgefühl, Weltentwurf, prägt auch die individuelle Entwurf innerhalb dieser Kultur. So rum betrachtet. Oder es gibt die umgekehrte Betrachtung, wenn jemand Gründungsvater einer Kultur ist, und da ist dann sehr interessant, sich zum Beispiel mit der Geschichte des TA-Verbands zu beschäftigen, das habe ich mit Vanita im Interview dazu auch viel gemacht, inwiefern prägt der Lebensentwurf eines Menschen die Organisation und die Kultur, die sozusagen die Institutionalisierung seiner Persönlichkeit geworden ist. Und da haben wir es jetzt gerade dieser Tage am Tisch gehabt, da gibt es ja bedrückende und unheimliche Phänomene. Da gibt es eine Beratungseinrichtung, die seit vielen Jahren tätig ist, die aus einem Familienvermögen heraus finanziert und gewachsen ist. Und wir wissen, ich kenne jetzt die Generation davor nicht, aber der Uraltgründer, der hatte so die Eigenart, Kronprinzen zu wählen, manche also sogar leiblich adoptiert, in der Annahme, die werden es richten und sie nach ein paar Jahren zu demontieren und zu schlachten. Und das hat er in den letzten 20 Jahren mehr als ein halbes Dutzend Mal gemacht. Das Interessante ist, der Gründer ist jetzt tot seit einigen Jahren und es geschieht wieder und wieder. Jetzt mit ganz anderen Playern, als würden die der Blaupause folgen, die möglicherweise aus der persönlichen Lebensgeschichte
des Gründers gewachsen ist, jetzt in Organisationsrollen und jetzt mit Darstellungsmitteln, die mit dieser persönlichen Psychologie der Gründerfamilie gar nichts zu tun hat. Es ist jetzt sogar, sind jetzt sogar die Hinterbliebenen der Gründerfamilie genau diesem Abschlachtritual zum Opfer gefallen, finanziell wurden ausgebotet. Also das, solche Phänomene sind schon hochinteressant. An der Stelle kann ich vielleicht, ich habe ja in dem Blog Mensch und Tier, hat der Klaus Schenk mir ein wunderbares Beispiel. Mich beschäftigt ja immer die Frage, wie kommt es, dass unabhängig von den Individuen, die das betreiben, eigentlich Organisationskulturen sich perpetuieren. Also die, und das muss einen ja stutzig machen, weil immer wenn ich, normalerweise habe ich ja einen Ansatz, sagen, Menschen gestalten Wirklichkeit, also wenn ich mit den Menschen arbeite, kann ich an die Wirklichkeit ran. Aber wenn die Menschen jetzt ganz andere sind und die Wirklichkeit sich aber perpetuiert, muss es ja noch irgendwelche Kräfte geben, die da anders laufen. Wie können wir die eigentlich konzeptionalisieren und wie können wir da beraterisch, managementmäßig eigentlich dran gehen? Das ist ein großes Gebiet, dem wir, glaube ich, noch nicht sehr viel wissen. Frappierend finde ich ein Experiment mit Affen. Das Zitat kommt auf einem der nächsten Charts, das der Klaus Schenk uns geschrieben hat. Käfig, 5 Affen, in der Mitte einen, die Möglichkeit, Kisten zu einem Stapel zu stapeln, drüber hängt eine Banane. Affen sind ja schlau, sehen die Banane, merken, sie kommen so nicht hin. Der erste geht hin, will die Kiste aufeinander stapeln. Dem Augenblick, wo er das macht und raufsteigen will, spritzen die Wärter eiskaltes Wasser auf die anderen 4 Affen. Das wiederholt sich ein paar Mal. Die anderen 4 Affen haben gelernt, wenn einer hier die Kiste bauen, die Banane haben will, dann gibt es Ärger mit uns und stürzt mit Geschrei auf jeden, der die Kiste bauen möchte. Und nach einer Weile ist klar, hier baut keiner Kistenstapel und die Banane bleibt, wo sie ist. Die gibt es gar nicht mehr. Jetzt das Interessante, sie haben jetzt einen Affen ausgetauscht in einen anderen, der diese Enkulturation nicht hat. Und der sieht die Banane, sieht die Kisten, will die Kisten bauen, völlig entsetzt, dass sich 4 Affen mit Gebrüll auf ihn stürzen und ihn daran hindern. Also nach einer Weile merkt er, ist nicht. Und so tauschen die nach und nach alle Affen aus. Und am Ende, und es hat sich sogar herausgestellt, beim nächsten Affen ist der, der auf diese Weise gelernt hat, also der erste Unschuldige, der reinkam, der ist der eifrigste gewesen, jetzt den nächsten daran zu hindern, seine Kiste zu bauen. Und am Schluss ist kein Affe mehr da, der diese Wassererfahrung gemacht hat, aber es sind 5 Affen da, für die völlig klar ist, die Banane gibt es nicht und Kistenstapel werden hier nicht gebaut, sonst gibt es Zoff. Schöne, Wahnsinn, ne? Und so, auf so ein Experiment muss man mal kommen. Das ist Wissenschaft, wie sie mir gefällt. Ja, da sind wir jetzt bei 1,5 Stunden. Dann würde ich sagen, da machen wir jetzt mal eine Pause. Ich habe jetzt so die großen Perspektiven mal gemacht und dann gehen wir jetzt nachher wirklich noch mal ein paar Definitionen, Racket und Skript, und dann kommen wir zu den Antreibern, dann kommen wir zu den Skriptmustern. Und das gehe ich dann einfach mal so durch, dass ihr seht, was es da so alles gibt. Dann machen wir aber jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause. Guck dir das einmal an. Liegt eindeutig rum, hä? Das hätte ich jetzt auch gern. Liegt er einfach so rum? Einfach bloß so da. Da sollten wir ja fast einmal dran ziehen. Was? Du kannst schon nicht an jedem Seil ziehen, bloß weil es rumliegt. Na ja, wenn es schon mal rumliegt. Ja, nachher hängt da einer dran. Ein Fisch womöglich. Du brauchst doch keine Angst haben. Wir sind zu zweit und ich bin dabei. Ja, das ist, das ist es ja gerade. Immer wenn wir zu zweit sind, dann bist du auch dabei. Das kannst du aber nicht sagen. Manchmal bist du ja auch dabei. Aber nie, wenn ich allein bin. Mir war es vielleicht gar nicht einmal, wer da gezogen hat. Ach so, du meinst, mir war es gar nicht und wenn, dann du. Also wir haben uns gar nicht gesehen.
Ja, das wäre also, mir zieht einfach quasi rein. Zufällig, ja? Sehen wir einfach einmal. Du meinst, da wäre jetzt mein Schuh offen. Ich sollte aber den doch einmal zumachen. Mensch, ist das ein Schnürsenk. Dann war ich schön weg, dann war er wieder da. Aber du, da war doch gerade einer. Da war gerade jemand? Ja, da war gerade einer wie du, jetzt ich. Und wie hat der ausgesehen? Wie hat der ausgesehen? Wie hat der ausgesehen? Wie sieht so einer aus? Der hat genauso ausgesehen wie du. Ja, hat er bloß ausgesehen, da kann man auch erkennen. Er hat eigentlich bloß ausgesehen. Wie könnte man den beschreiben? Also, was auf der Der hat aber ausgesehen wie du, verstehst? Aber einen Blick. Einen Blick, sage ich dir, einen Blick. Zack, wie ein Messer. Wie ein Messer. Weißt du, wenn der dich einmal anguckt, der kommt her nach. Zack. Ich kann dir sagen, wenn du das einmal im Leben aussiehst, da kann dir nichts mehr passieren. Du, den hättest schon ganz genau mal sehen. Ich weiß aber nicht, ob das für dich das Richtige wäre. Guck dir wie ich oder bin ich vielleicht nicht einmal. Komm, den holen wir uns. Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns, ja. Und. Zack, jupp! Und nam! Und zack! Und nam! Und oh nein, es ist nicht! Und nam! Und zack! Und hopp! Und zack! Und. Als ich weiß nicht. Ich seh da keinen. Mit dem Blick. Hab ich dich, Kerle. Da ist er. Da ist er. Hab ich dich. Hallihallo. Jetzt hab ich dich. Aber ich bin's doch. Das kann jeder sagen. Halali, hallo. Und zack. Und nochmal. Und zack. Du kannst rauskommen, ich hab eine Päckchen rausgemacht. Auf. Raus. Zack, hä? Mein Lieber. Wo bist du jetzt? Komm doch endlich her. Hey. Ey, Mensch, wenn man dich braucht, dann bitte. Wie siehst denn du aus? Da hat einer Päckchen ausgelegt. Du hättest schon mal sehen sollen. Dann bist du das? Ja, nein, ich weiß nicht. Dann bist es du? Ja, eigentlich nicht, aber schon. Du bist es. Ja, natürlich. Na, hast du mich sozusagen reingelegt, hä? Das ist es. Ich hab dich reingelegt. Sag mal, könntest du mich nicht einmal da rausholen? Na, natürlich auch. Ja. Sag mal, na, bist du ja sozusagen ein Verstellungskünstler. Aber ein bisschen halt nicht. Ein richtiger Verstellungskünstler. Das könntest du auch. Das könntest du auch. Sag ich da. Du sag mal, du bist es doch. Ich weiß es nicht mehr so recht. Aber du siehst dir dermaßen hin! Also,
ich finde die klasse. Es tut mir auch wirklich leid, nach meinem Empfinden waren die auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Und das nächste Programm war auch noch ganz gut, hatte aber nicht mehr diese Dichte. Und irgendwie sind dann die Lebenswege auseinandergegangen. Das hat dann, ging so nicht mehr weiter dann. So. Wir machen dann jetzt weiter mit den Brackets. Ein Containerbegriff, wie man heute sagt, also ein Begriff, der je nach Situation verschiedene Perspektiven in den Vordergrund rückt. Auch da wieder die Ursprungsdefinition von Byrne, a habitually turned on ego state. Also da ist ja bei den Rackets ganz früh der Gewohnheitsaspekt von Byrne betont. Und ich habe deswegen auch die entsprechenden Kapitel in den Büchern auch den Gewohnheitsaspekt in den Vordergrund gehoben. Es sind Gewohnheiten, das heißt einigermaßen reflexhaft gelebte Zustände. Und da macht und wenn man in Ego-State denkt, ist jetzt schon klar, dass Rackets, was später hauptsächlich auf der Gefühlsebene abgehandelt wurde, ja nicht nur Gefühle sind, sondern Denken und Verhaltensweisen. Und wenn man diese Betrachtung auf das Rollenmodell ausweitet, würde das dann auch heißen, Wirklichkeitsbezüge und Beziehungen und diese Dinge. Also es ist eigentlich der gesamte Bereich der Gewohnheiten. Hier jetzt natürlich auch erstmal wieder der unguten Gewohnheiten, die der aktuellen Lebensführung und Entwicklung ein Stück weit entgegenstehen, weil das eben der Ansatz der Transaktionsanalyse damals war. Es gibt verschiedene Arten von Übersetzungen, die verschiedene Perspektiven repräsentieren. Da hätten wir einmal Racket als sogenanntes Lieblingsgefühl, wobei das Wort Lieblingsgefühl irgendwie komisch ist, weil es erweckt so einen Eindruck, es wäre einem angenehm, wenn sich jemand chronisch von der Welt verachtet fühlt. Das Lieblingsgefühl zu nennen, ist irgendwie ein bisschen komisch, aber gemeint damit ist einfach, dass das ein sehr vertrautes, gewohntes Gefühl ist und speziell, wenn man sich unsicher fühlt und einen festen Ankerpunkt im Leben braucht, kann es ein interessant sein, zu diesem gewohnten Gefühl, mich liebt sowieso keiner, Zuflucht zu nehmen. Das ist zwar nicht schön, aber man weiß, wo man ist. Und manchmal hat man Beratungssituationen und Therapiesituationen, in denen man tatsächlich mit der Idee operieren kann, jemand bleibt in einem Gemütszustand, einfach weil er im Moment ideenlos ist oder es als emotional zu riskant empfindet, auch was anderes zu probieren. Dann gibt es die Definition, es ist ein sexualisiertes Gefühl. Das ist jetzt diese psychoanalytische Beschreibung, die sagen, wir halten deswegen an bestimmten Gefühlsprägungen fest, weil sie mit einem Lustgefühl, mit einer Lustsensation verbunden sind. Das hat mit der Theorie früher sexueller Erregung von Kindern zu tun. Die braucht uns jetzt nicht weiter kümmern. Aber was wir heute häufig beobachten können, dass wenn jemand sagt, ich bin ein harter Brocken, und dann kommt ein Smile. Ja, das wäre diese Oberfläche von dem, was die sexualisiert nennen. Das heißt, es gibt ein gewisses Wohlgefallen an einer problematischen Selbstdefinition und damit einhergehenden problematischen Lebensgefühlen. Und da, das habe ich ja schon erwähnt, da ist es wichtig, dass ich erstens das identifiziere und in mir klar bin, dass obwohl es einem eine Plausibilität rübergeschoben wird, als könnte man dazu lächeln, dass man sofort merkt, das ist nicht lustig, dass man sich das innerlich sagt und dass man zumindest nicht mitlächelt, weil man damit bestätigen würde, und da sind eben die Hintergrundfantasien vom Übertragungsdrama, eine Mutter, die mit dem Kind nicht zurechtkommt, sagt, anstatt zu sagen, oh, ich fühle mich im Moment etwas überfordert, aber du bist liebenswert und es liegt nicht an dir, sagt die Mutter, du bist ein harter Brocken, an dir kann man sich die Zähne ausbeißen. Und das Kind
sagt, okay, das, so bin ich dein Kind, okay, also ich bin ein harter Brocken und dann erkennst du mich als dein Kind und das bereitet Genuss, wenn du mich so als dein Kind erkennst. Und dann wird das in das Selbstkonzept und mit der Vorstellung, so passe ich rein in die Welt verbunden und daraus kann dann eben auch eine chronische, wahrscheinlich würde es mit einer gewissen Dopaminausschüttung im Gehirn verbunden sein, heute, wenn man das jetzt unter MRT da reingucken könnte, so wie eben auch in Suchtverstärkungen ja Dopaminausschüttung machen, entsteht dadurch auch ein gewisser Suchteffekt, weil, ganz unabhängig davon, ob man das inhaltlich jetzt mit der Vergangenheit in Verbindung bringt, weil das Gehirn gelernt hat, darin eine gewisse Positivbestätigung zu sehen. Das erlebt ihr oft, ich habe es auch hier zwei, dreimal erlebt, aber im Normalleben sage ich dazu nichts, außer dass ich eben nicht bestätigend reagiere, dass jemand etwas problematisch über sich sagt und dazu grinst. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das identifiziert. Und man muss ja, insbesondere wenn man keinen Kontakt hat, natürlich das in keiner Weise konfrontieren, aber wenn jemand sagt, ich hatte eine ganz schöne, eigentlich eine wirklich zermürbende Zeit in einem Unternehmen gehabt, so ist das Leben. Ja, dann sage ich, oh, das ist aber schlimm, dass es so war. Das heißt, ich stelle einfach meine Vorstellung von richtiger Emotionsbewertung daneben, um auf wenigstens nicht zu bestätigen und auf diese Weise vielleicht sogar eine kleine Gegenbotschaft zu senden. Endauszahlung im Spiel, Racket als Endauszahlung, darüber haben wir schon gesprochen. Und über Rabattmachen habe ich auch schon gesprochen. Also einmal ist Endauszahlung einfach, daraufhin ist es angelegt. Das ist die eine Art der Betrachtung. Und wenn ich von Rabattmachen spreche, denke ich, und für irgendetwas wird damit Rechtfertigung angesammelt. Das ist einfach nochmal eine etwas veränderte Scheinwerferperspektive, die mit diesem Begriff Rabattmachen verbunden ist. Also gerade in dem Gespräch, auf das ich schon jetzt vorher Bezug genommen habe, mit der Frau, die zu einer Identitätsüberzeugung gekommen hat, ich bin anstrengend, die kann durchaus eröffnen, so gegen Ende, wenn es in der Gruppe sowieso schon schwierig ist, meldet sie sich, ich möchte, habe auch noch ein Beratungsanliegen. Und das ist gut gewählt, der Zeitpunkt, weil du selber schon ein bisschen denkst, Pause wäre mir lieber gewesen. Und dann kommt als nächste Botschaft, es ist ganz schön anstrengend und dann komme ich noch. Ja. Und wenn man dann fragt, kennst du das irgendwoher? Wir waren innerhalb von 30 Sekunden, dann sagt, meine Mutter hatte zwei Kinder, die war ohnehin überlastet und dann kam ich noch. Haha. Also, und das ist so ein wunderschönes Beispiel, wie sich eigentlich in Sekunden Grundthematiken einer Lebensbezogenheiten inszenieren und da ist halt gut, wenn man da alert ist, dieses Sofortmerken, da ist was im Gang. Mit der Zeit automatisiert sich das intuitiv und der Textmarker markiert sofort aus endloser Erzählung die Skriptsätze, also die Sätze, die irgendwie eine Relevanz haben. Das kann man dann auch ganz gut lernen. Dann wird Racket manchmal übersetzt mit Ersatzgefühl. Da geht man davon aus, von einer gewissen Gefühlstheorie, also meist wird ja, wie ich sehr vereinfachend finde, gesprochen von mad, sad, glad, scared, also wütend, traurig, froh und ängstlich als die Grundgefühle. Es wird manchmal ein bisschen arg viel alles auf Grundgefühle reduziert. Ich sage dann immer, das ist etwas so, wie wenn wir vor ein Bild von Renoir stehen und sagen, jetzt wollen wir mal wissen, was es wirklich ist. Rot, grün, gelb oder blau. Ja, also natürlich ist, mittlerweile gibt es auch sehr ausdifferenzierte Gefühlsbeschreibungen. In der Zeit, auf die ich mich jetzt oft beziehe, das ist manches vielleicht ein bisschen anachronistisch, hat man dann also wirklich versucht, die Sachen sehr zu reduzieren. Aber was daran durchaus plausibel war, dass man sagt, es gibt aus kindlicher Anpassung oder aus Kulturgewohnheit in der Familie lernt man, bestimmte Emotionen zu haben und andere sind nicht zu haben. Das heißt, in der Familie ist es üblich, immer wenn man enttäuscht ist, dann wütet man.
Und da lernt das Kind von vornherein, wenn was nicht läuft, wie es laufen soll, bin ich nicht traurig, sondern wütend. Und das chronifiziert sich, sodass wenn immer Anlass zur Trauer ist, derjenige mit Wut reagiert. Und dann kann man sich vorstellen, wie das dann sich fortsetzt. Er ist von jemandem in einer Beziehung bei irgendetwas enttäuscht und reagiert wütend und der andere gegenwütend und es gibt Streit. Und das führt zu unguten Prozessen. Würde er sagen können, oh, ich merke, ich bin traurig, dann könnte man fragen, was macht dich traurig? Ja, ich habe eigentlich gedacht, es wäre so und so. Sagt, ja, so ist es auch, das war jetzt nur gerade so. Und dann können sich Situationen auflösen. Insofern können diese Rackets durchaus auch eine Behinderung in der Lebens- und Beziehungsgestaltung sein. Aber es gibt dann Familien, da ist sowieso klar, also zurzeit ist es uncool, Betroffenheit zu zeigen, unter Psychologiestudenten zum Beispiel. Also habe ich ja schon mal erzählt. Also da ist es durchaus szenentauglich, wenn man ein Coolness-Racket über alle Arten von Betroffenheiten legt. Das mag taktisch sinnvoll sein. Wichtig ist, dass man nicht selbst anfängt, sich cool zu fühlen, wenn man eigentlich betroffene Reaktionen hat. Das wäre für unsere Gesellschaft eine sehr traurige Entwicklung. Es gibt auch, mir ist auch wichtig, in der frühen TA-Szene wurden Gefühle einfach als naturwüchsige Dinge betrachtet und Gefühle sind, was sie sind und als solche wertvoll. Ich habe es da immer eher damit gehalten zu sagen, Gefühle sind erstens die Folgen von Wirklichkeitsauffassungen und sind kulturbedingt und die Wissenschaft kennt jede Menge Geschichte der Gefühlssozialisation. Der Sloterdijk beschreibt, wie das griechische Drama eigentlich ein Training in Gefühlslagen war. Also man soll nicht denken, dass die Art, wie man fühlt, was man fühlt, irgendeine Art von Grundnatürlichkeit hätte. Also vielleicht gibt es so Rudimente dieser Art, die man auch bei den Affen und Bonobos und wo überall antrifft. Aber sonst sind Gefühle Kulturprodukte und ich sage mal, in einer meiner Sprüche lautet ja, was manche Leute für Gefühle halten, ist der affektive Ausdruck eines Denkfehlers. Und deswegen ist immer wichtig zu sagen, wenn man Gefühle einschätzt, außer dass man natürlich unmittelbar schwingt oder nicht schwingt, was auch ein Kriterium ist, ist, dass man guckt, ist es ein Gefühl, das Sinn macht im Zusammenhang. Und da halte ich es durchaus für richtig, dass man sagt, Gefühle haben auch eine Funktion. Ich habe letzte Woche einer Frau gesagt, also diese mit dem, ich bin anstrengend, war das glaube ich, die dann auf sehr stark gemacht hat, immer die anderen bekommen wir noch. Moment, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja. Genau, danke schön. Die hat gesagt, und wenn du darauf offen reagieren würdest, was du da erlebst, wie reagierst du? Und er sagt, dann werde ich wütend. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist das falsche Gefühl. Das ist natürlich, also das wäre in den 70er Jahren, hätte einen Aufruhr gegeben, dass einer sagt, es ist ein falsches Gefühl. Und dann habe ich ihr das erklärt. Wut ist eine Emotion, die entwicklungsgeschichtlich dann am richtigen Platz ist, wenn ich Energie mobilisiere, weil ich woanders die Quelle meines Unbehagens sehe und Energie und mit Kraft dort einwirken muss, um das Unbehagen von mir abzuwehren. Und das, von daher haben Gefühle eine Funktion in der Steuerung von Lebensvollzügen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig beschreibst du eine Situation so, dass es die Leute, die für dich auf der Bühne sind, wenn du dich betroffen fühlst, wenn du Ärger produzierst, dann händelst du mit denen rum, aber das Problem kann man ganz anders beschreiben und dann macht es gar keinen Sinn, irgendjemanden zu hauen. Und dann sind wir auf Records und in ihrer Familie war das dann immer so und sie hat gelernt, eben das Betroffenheits- und Verzweiflung- und Traurigkeitsgefühle eben mit diesem reflexhaften, irgendjemand muss schuld sein, dem heiz ich jetzt ein, zu überdecken. Und das sind dann solche Racket-Dynamiken. Ich glaube, Diagnose von Rackets kommt nachher extra. Ja. Die Frage Racket ein Gefühl habe ich eigentlich schon beantwortet. Ich würde es generell sagen, Racket eine Gewohnheit, die man mal aus dem einen und anderen Blickwinkel betrachten kann. Und je nachdem, ob das eine plausible Beschreibung gibt, leiten sich daraus ja
andere Interventionen ab. Wenn ich eher den Ersatzgefühlaspekt ansehe, dann frage ich, wie es kommt, dass er statt der einen Emotionsreaktion die andere gelernt hat, welche Folgen das hat und was jemand braucht, um die Emotion, die eigentlich dazu passen würde, zuzulassen. Und da greift man manchmal zur Erlaubnis oder inszeniert das im Moment so, dass jemand jetzt merkt, hier darf ich aber die Reaktion, die eigentlich drunter liegt, oder die andere, die ich mal probieren wollte, zulassen, und dann kann ein Stück Lernen stattfinden. Ein anderer Begriff ist der des und Gefühle, und von daher gibt es auch Denkgewohnheiten. Ich habe am Beispiel von Polarisierung das aufgezeigt, und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir auch lernen, unser Denken angemessen und flexibel zu entwickeln. Weil wenn wir schematisches, der aktuellen Wirklichkeit nicht sehr zuträgliche Denkschemata aktivieren, führt das zu Wirklichkeitsauffassungen, die dann wieder ihre gefühlsmäßigen Folgen haben. Und dann immer mit den gefühlsmäßigen Folgen rumzumachen, kann dann nicht besonders passend sein. Und es ist wichtig, dass ich dann auch einfach merke, aha, ich kreiere Wirklichkeiten durch eine bestimmte Art des Denkens. Und das hat dann auch eine Denktradition in unserer westlichen Welt und so. Und dass man also da, wenn es passt, genauso angreift und nicht nur an den emotionalen Folgen dessen. Racketeering ist ein Begriff von Vanita English und meint jetzt eigentlich nicht in erster Linie eine Gefühlsqualität, sondern eine Beziehung. Nur weil das der Begriff der gleiche ist, will ich es in dem Zusammenhang nennen. Das meint eigentlich ausbeuterischer Umgang miteinander. Und sie hat dann Typ 1 und Typ 2 Racketeering unterschieden. Der eine im Dramadreieck, würde man sagen, aus der beutet den anderen aus der Verfolger- oder Opferrolle aus. Das ist immer der starke Typ. Und der braucht den anderen, damit er starker Typ sein kann, als schwacher oder kritisierenswerter Typ. Und es gibt ja viele Ehen, wo eine Variante der Macker ist und das andere, die andere Variante der oder die Abhängige. Und die spielen dann gemeinsam Ausbeutung. Also der Schwache nutzt die Stärke des anderen. Da kann man auch aus symbiotischer Perspektive das Gleiche beschreiben. Und der Starke benutzt eben auch den Schwachen, um fühlen zu lassen oder um den auch zu benutzen als Treppchen, auf dem man sich selbst ein bisschen erhöhen kann. Manchmal kann man da psychologische Motivation seitens des Schwachen dahinter vermuten. Darüber haben wir gesprochen unter der Perspektive Symbiose zweiter Ordnung. Das Schwache macht sich schwach aus dem Empfinden, der andere braucht, dass ich schwach werde. Es ist eigentlich eine Fürsorge. Also psychologisch gesehen ist der eigentlich der relativ Stärkere oder erwähnt sich zumindest so. Und in diesem System von Vanita English ist ein Spiel, dass es zu einem Switch kommt, dann meist ein gescheitertes Racketeering. Oder es ist ein Manöver, um jemanden ausbeutbar zu machen, dass er bereit ist, sich weiterhin ausbeuten zu lassen. Also da sauge ich immer. Ich brauche dich und du darfst mein Held sein. Und irgendwann sagt er, ich bin jetzt langsam müde, dich durch die Gegend zu tragen. Dann wird kurz ein Switch gemacht und sagt, auf keinen Menschen ist wirklich Verlass, hast du mir nicht Treue bis zum Tod geschworen. Und dann ist er völlig